Guten Abend und herzlich willkommen zum Tech Talk, der 41. Tech Talk. Und wie man das schon so sich denkt, auch heute wieder ohne Publikum, verantwortungsbewusst, wie das so ist. Aber vielleicht sieht man es ein bisschen im Kamerabild. Wir sind ein bisschen wieder zurück ins Büro gekommen. Ich bin hier mit meiner wunderbaren Videoassistenz Franzi, die sitzt da drüben und die wird eure Fragen im Chat lesen und auch teilweise schon beantworten und später dann auch vortragen, wenn wir dann über Fragen und Antworten reden. Mein Name ist Peter Körner. Ich bin zusammen mit Franzi und noch ein, zwei Leuten aus dem Seibert-Universum so ein bisschen für unsere Videotechnik zuständig. Wir betreuen schon seit Jahren die Videostreams und Aufzeichnungen und als Seibert Media haben wir da auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Damit hatten wir natürlich ein bisschen einen Vorteil jetzt mit dieser Lockdown-Situation, aber eigentlich kommt heute kaum noch jemand drum rum, YouTube oder auch Twitch oder sonstige Stream-Plattformen zu bedienen. Jeder, der in der Vergangenheit Event-Content hatte, also Vorträge selber gehalten hat oder Host für Vorträge war, muss sich jetzt irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Und uns haben echt viele Anfragen erreicht, wie wir das machen, welche Technologien wir benutzen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil unsere Technologien nicht unbedingt perfekt für diesen Einsatzzweck, so ich daheim vor meinem Rechner gemacht sind. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen überlegt und uns entschieden, dass wir mal einen Tech-Talk genau zu diesem spezifischen Thema machen. Wie kann man sich selbst im Internet, in YouTube publizieren? Wie kann man seine Vorträge, seine Webinare in guter Qualität herstellen und dann entsprechend dort veröffentlichen? Wir wollen das gemeinsam mal angucken. Viele Leute haben gesagt, boah, das ist ja so kompliziert, das kriege ich nie hin. Das, denke ich, ist falsch. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zum Beweis dessen möchte ich mit euch gemeinsam heute einmal dieses gesamte Setup durchgehen. Also vom YouTube-Account bis zur Software, die man braucht, plus ein paar Tipps, was Beleuchtung, Hintergrund, Mikrofone und sowas angeht, würde ich gerne mit euch durchgucken. Das wird aber im Gegensatz zu einem Vortrag mehr so ein Ich mache das live-Ding. Das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen. Und ich werde dann da auf dem Fenster nebendran, habe ich die auch offen. Da werde ich dann auch, wenn es sich ergibt, gleich drauf eingehen. Also fangen wir mal vorne an. Franzi, du schaltest mal auf meinen Bildschirm, wenn du das noch nicht getan hast. Was ich schon vorbereitet habe, ist ein YouTube-Account. Ich habe uns einen YouTube-Account angelegt. Das ist nämlich so ein bisschen. Google möchte da eine Telefonnummer haben zur Bestätigung und möchte auch, dass man 24 Stunden wartet, bevor man dann anfangen kann zu streamen. Ich vermute mal, das ist halt, um Leute, die gerade in Rage sind oder deren Account gesperrt wurde, davon abzuhalten, gleich wieder loszulegen. Das habe ich also gestern schon angelegt und wir haben jetzt hier schon quasi die Freigabe zum Streamen. Man musste da seine Handynummer bestätigen und dann gibt YouTube einem ganz viele Tipps auch. Viel von dem, was ich jetzt erzähle, erzählen die einem auch nochmal, so was Bitraten angeht, was Licht angeht und Kameras und so. Aber wir sprechen da auch gleich nochmal drüber. Eine Abgrenzung, die ich gerne machen würde, ist die hin zu nicht-linearem Videobearbeitung, nicht-linearer Videobearbeitung. Kompliziertes Wort. Was das eigentlich bedeutet, ist das, was die meisten von uns vielleicht so als Videoeditor schon kennen. iMovie oder Adobe Premiere sind so typische Werkzeuge dafür, wo man dann vorher aufgezeichnete Clips reinladen kann, man kann die zuschneiden, mit Musik unterlegen, überblenden und dann rechnet man ein Video raus, kann man zurückspulen, nochmal dann nachgucken, so. Das ist ein wirklich wichtiges Werkzeug und es ist gut, das zu lernen, aber für eine Live-Produktion nutzt es einem nichts. Und was man auch bedenken muss, ist, dass das relativ aufwendig ist, zeitaufwendig. Ich würde sagen, je nachdem, wie gut man es haben will, braucht man für 10 Minuten Clip, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, um ihn ordentlich zu bearbeiten. Will man also einen Vortrag von einer Stunde halten, dann sind das schon 3, 4 Stunden zum Schnitt. Und das kann ganz schön wehtun, wenn man die Zeit so im Alltag nicht hat. Deswegen möchte ich mit euch heute, also hier sind nochmal andere Beispiele, Premiere gibt es irgendwie so der Klassiker, kann man irgendwie kaufen. Shotcut ist eine Open-Source-Lösung dafür. Das ist auf jeden Fall eine gute Technologie zu lernen, aber für sowas wie das, was wir jetzt gerade machen, also ein Livestream mit Fragen, wo man dann auch gleich Antworten kriegt, braucht man eine andere Technologie. Eine der Standardlösungen, die ich auch all meinen Kollegen empfohlen habe, ist Open Broadcaster Studio oder Open Broadcaster Software heißt es. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. Man kann das auf der Webseite einfach runterladen, das ist soweit kostenfrei. Gibt es für Windows, macOS und Linux.
auf den jeweiligen Plattformen ist die Installation so, wie man die sich da erwartet. Auf macOS kriegt man so ein DMG zum Öffnen, dass man dann, wo man dann die Anwendung rüber kopieren muss. Auf Windows ist das halt so ein Installer, man kopiert das halt darüber. Ich habe das schon gemacht, deswegen mache ich es jetzt mal nicht, aber jeder, der einen Mac hat, weiß, wie das geht. Und auf Windows kennt ihr das ja auch. Linux hat seine eigene Installationstechnologie. So, und wenn man das dann runtergeladen hat, dann kann man das Programm einfach starten. Und zum Start kommt das mit so einem Installationswizard. Und die meisten sind an der Stelle schon irgendwo ausgestiegen, weil der fragt einen nämlich ganz viele sehr technische Fragen. Durch die möchte ich jetzt mal durchgehen und euch erklären, was die einzelnen Punkte bedeuten und was ihr da auswählen könnt. Und dass es eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, wenn ihr das einfach weiterklickt. Also die erste Frage, die Anwendung sieht nicht so besonders poliert aus, zumindest nicht auf dem Mac, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, die ist wirklich gut für das, was sie tut. Wenn man die startet, fragt sie einen guten Tag, möchten Sie den Konfigurationsassistenten ausführen? Prinzipiell ist das erstmal eine gute Idee, sagen wir ja. Dann fragt ihr mich, möchten Sie das für einen Stream optimieren? Aufnahme ist zweitrangig. Ich bin nicht sicher, was der Unterschied ist, aber meistens sage ich hier ja, weil... Naja, für mich ist das Stream eigentlich die Hauptsache, die ich damit machen will. Jetzt wird hier gefragt nach der Leinwandgröße. Die Leinwandauflösung ist nicht unbedingt die gleiche Auflösung, mit der Sie streamen. Leinwandgröße bedeutet, wir haben gleich so ein Fenster, in dem wir verschiedene Quellen anordnen können. Unseren Bildschirm, unsere Kamera, vielleicht noch eine zweite Kameraperspektive. Wie groß soll dieses Ding sein, in dem wir unsere Objekte arrangieren? Und der Default von 1920x1080 ist eine gute Idee. Damit kommt man schon ziemlich gut zum Ziel. Gehen wir mal weiter und dann fragt er mich als nächstes, wo möchten Sie hin streamen? Ich wähle hier YouTube aus und dann möchte er von mir einen Videoschlüssel haben. Videoschlüssel ist quasi die Autorisierung, mit der Streaming-Programme wie Open Broadcaster auf euren YouTube-Account streamen können. Und jetzt müssen wir zurück zu YouTube gehen und uns dort einen solchen Stream konfigurieren. Ich gehe mal zu YouTube. Das ist alles nicht unbedingt besonders leicht zu finden, deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn einmal wir das gemeinsam durchklicken. Man kann hier oben relativ schnell sagen, ich möchte gerne einen Livestream starten. Dann kommt man in so eine andere Ansicht, die YouTube Studio Ansicht, und hier kann man jetzt anfangen, seinen Stream zu planen. Ich gebe dem jetzt mal einen Namen. Das ist der Teststream. Meinetwegen ist er öffentlich. Man kann hier auch ein Datum angeben. Das habt ihr beim Tech Talk gesehen. Da geben wir immer das Startdatum an, wenn euch Leute dann folgen. Ah, ja, siehst du, da hätte ich gleich schon den ersten Fehler gemacht. Danke, danke Franzi. Ich habe hier, also YouTube hat hier für mich gleich Webcam ausgewählt. Webcam-Stream ist so eine sehr reduzierte Methode zu streamen, bei der einfach nur die Webcam von eurem Rechner angeht. Und das ist es dann auch schon. Mehr könnt ihr dann auch nicht machen. Könnt ja keine Bildschirme einblenden und nix. Warum das der Default ist, keine Ahnung. Man muss hier einmal auf Stream klicken, vermutlich weil es einfach funktioniert bei den meisten Rechnern. Auf Stream klicken, um quasi die volle Funktionalität zu erhalten. Lustigerweise, oder auch nicht lustig, wenn man den einmal falsch angelegt hat, kann man den auch nicht mehr ändern, dann muss man ihn löschen und neu anlegen. Also, wir klicken auf Stream, können hier einen neuen Stream anlegen. Ein Teststream. Öffentlich. Diese Auswahl hat ein paar Auswirkungen. Zum einen, wenn der öffentlich ist und Leute abonnieren euren Kanal, werden die informiert eine halbe Stunde bevor der Stream live geht und auch wenn er live geht. Wenn ihr das als nicht gelistet macht, kriegt ihr einen Link, den ihr verteilen könnt und jeder, der den Link hat, kann den Stream auch angucken. Das benutzen wir für viele interne Veranstaltungen, wo wir nicht unbedingt wollen, dass jeder zuguckt, aber es auch nicht so schlimm ist, wenn das mal jemand seinem Bekannten schickt und der mit reinguckt oder so. Privat bedeutet, dass nur die Person, deren Account das ist, diesen Stream auch angucken könnt. Ihr könnt das auch später noch ändern. Also ihr könnt den Stream anlegen als privat und dann vielleicht ein paar Tage vorher online schalten. Weil sobald ihr den öffentlich schaltet, sehen alle Leute, dass ihr einen Stream geplant habt. Wir machen das jetzt mal öffentlich. Dem Account folgt eh keiner, den kennt sowieso keiner. Da kann man hier eine tolle Beschreibung einfügen. So. Und ein
Kategorie wählen. Die Kategorie und die Beschreibung machen euren Stream auffindbar. Also Leute, die nach Begriffen in dieser Richtung suchen, werden den dann auch finden. Deswegen empfiehlt es sich, da schon auch sinnvolle Sachen einzutragen. Für mich ist das jetzt egal, aber für euch wahrscheinlich dann nicht. Ihr wollt ja gefunden werden. Man kann hier auch ein Datum eingeben. Das Datum macht, das hatte ich eben schon mal so halb gesagt, dass die Leute ihre Benachrichtigungen bekommen, wenn der Stream eine halbe Stunde vorher und dann auch zum Streamstart nochmal. Und man sieht dann auch, dieser Stream ist geplant für in 20 Minuten oder so. Es gibt dann so einen Countdown. Wir machen das eigentlich immer, wenn wir ungefähr wissen, wann wir starten wollen. Für jetzt können wir es uns schenken, weil den Account kennt sowieso keiner. Da gibt es jetzt diese etwas prominentere Frage, ist das speziell für Kinder? In den allermeisten Fällen wollt ihr Nein sagen. Wenn ihr da Ja sagt, dann gibt es zum einen keine Werbung auf eurem Stream und es gibt kein Tracking. Ist erstmal gut, aber ihr werdet auch nicht beworben. Also will man eigentlich verneinen. Man kann dann hier auch noch irgendwie erweiterte Altersbeschränkungen machen. Das sind alles ganz furchtbare Gesetze, die in den USA erlassen wurden, die jetzt YouTube dazu zwingen, die ganze Welt danach zu fragen. Man kann das auch für seinen Account einmal generell auf Nein stellen. Ist auch okay. Ja. Solange ihr nicht wirklich was für Kinder macht, gibt es keinen Grund, das hier anzuhaken. Klicken wir auf Stream erstellen. Die meisten von den Einstellungen kann man auch später nochmal ändern, außer halt den Typ. So, jetzt sehen wir hier den Live Control Room. Und hier unten sehen wir die technischen Informationen, während derer wir eigentlich gekommen sind. Hier ist dieser Stream-Schlüssel, nach dem OBS gefragt hat. Wir sehen auch hier, dass YouTube im Moment sagt, sie empfangen keine Daten von uns. Klar, stimmt ja auch, wir haben ja auch noch nichts in der Richtung konfiguriert. Man kann hier nochmal alles bearbeiten und hier oben kann man auch den Link haben, mit dem man dann diesen Stream später angucken kann. Wenn wir den mal aufmachen, in einem neuen Fenster, dann sieht man auch, warten auf Peter Tech Talk. Der startet jetzt sofort. Unten ist die Beschreibung drin. Man sieht auch kein Hintergrundbild, kein Standardbild hinterlegt. Das kann man hier aber dann alles einstellen, wenn man das möchte. Also zum Beispiel hier bei Bearbeiten kann man dann so ein Thumbnail hochladen, dass die Leute sehen, wenn der Stream noch nicht gestartet ist. Aber das findet ihr sicherlich dann alle selber raus. Für uns wichtig sind eigentlich diese Einstellungen hier jetzt. Das Ganze da rechts, da kann man ein paar Sätze zu sagen. Wenn wir jetzt gleich das Programm OBS auf unserem Rechner starten und Daten zu YouTube schicken, dann kann man hier das schon mal voranschauen. Also wir als Besitzer des Accounts können man schon mal schauen, wie unser Stream ist und ob der passt, bevor die Welt da draußen den sehen kann. Wenn man dieses Häkchen hier anknipst, dann würde der Stream automatisch angehen, sobald wir anfangen zu senden. Ich mag das nicht, ich habe lieber etwas mehr Kontrolle drüber, aber wir haben auch schon ein, zwei Mal vergessen, rechtzeitig auf den Knopf zu klicken. Selbes für automatisch beenden. Das ist eigentlich ganz nützlich, aber das bedeutet auch, dass wenn euer Stream mal kurz abreißt, dann könnt ihr ihn nie wieder beginnen. Deswegen lasse ich auch das normalerweise aus. Also wenn euer Netzwerk daheim mal kurz wackelt, kann YouTube vielleicht meinen, es wäre schon alles aus und sagt, tschüss, auf Wiedersehen, verabschiedet die Leute und dann kommt ihr wieder online und dann ist es aber schon zu spät. DVR bedeutet, dass man in dem Stream zurückspulen kann. Also dass Leute, die, wenn wir jetzt eine Stunde reden, eine halbe Stunde zu spät kommen, dass die zurückspulen und vom Anfang an gucken können. Ich wüsste auch keinen Grund, das auszuschalten. 360 Grad Video, fancy shit, bin ich zu alt für. Verzögerung, ich glaube, das bezieht sich auf den Chat, aber da bin ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fasse es einfach nicht an. Untertitel, ich glaube, das geht auch nur auf Englisch. Dann versucht YouTube automatisch Untertitel unter das zu legen, was ihr sagt. Das kann ein sehr gutes Accessibility-Feature sein, aber ich habe keine Erfahrung damit. Aufzeichnung auf nicht gelistet schalten, das ist manchmal ganz cool, wenn ihr nur einen Stream machen wollt und vielleicht danach nochmal eine richtig gute Produktion von eurem Video, die besser ist als der Stream, vielleicht kürzer zusammengeschnitten, ohne die Äs und Ums, mit mehr Musik oder so, dann möchte man den Stream vielleicht ausschalten, wegnehmen aus YouTube, um dann vielleicht ein paar Tage später die richtige Veröffentlichung hinterherzuschieben. Meistens lassen wir die Einstellungen einfach so, wie sie sind. Die sind schon ganz sinnvoll so. Das hier unten ist noch ganz spannend. Latenz bezieht sich darauf, wie lange das Wort, nachdem ihr es gesagt habt, bei den Empfängern da draußen ankommt. Und das ist ganz
besonders interessant, wenn ihr Fragen via Chat annehmen wollt. Weil wenn ihr dann eine Frage stellt, wie gefällt es euch denn, dann kommt 30 Sekunden nichts, weil die Leute daheim 30 Sekunden brauchen, bis sie euer Video sehen. Man kann die Latenz kleiner machen, niedrig. Ich glaube, die sagen aber keine Zahlen, die sagen einfach nur kleiner. Oder extrem niedrig. Aber der Nachteil ist, dass umso niedriger die Latenz ist, umso besser muss die Internetverbindung bei euren Zuschauern sein. Wenn das Video, wenn deren Internet mal ganz kurz zuckelt und die Latenz ist auf sehr niedrig eingestellt, dann reißt es bei denen sofort ab. Deswegen, bei den meisten Sachen lassen wir es auf normale Latenz. Das ist der konservative Wert. Und wenn man nicht wirklich in eine Diskussion mit seinen Zuschauern einsteigen will, also hier beispielsweise kommen ja auch keine Fragen im Chat, da ist es ja eher ein Monolog und ein Vortrag halten, dann reicht es völlig aus. Das sind aber schon ein paar Minuten normale Latenz und da sind es dann eher so im Sekundenbereich. Grob gesagt, sind so unsere Erfahrungen. So, jetzt habe ich ganz viel über diese GUI gewaffelt, jetzt gehen wir mal weiter. Hier gibt es die Möglichkeit, den Stream-Schlüssel auszuwählen. Normalerweise erzeugt YouTube für euren Stream quasi einen, für jeden Stream einen neuen Stream-Schlüssel. Diesen Schlüssel, den kann man dann nehmen für diesen einen Stream. Wenn ihr jetzt regelmäßig Sendungen machen wollt, dann empfiehlt es sich hier, anstatt automatisch erzeugt, einen fest zu konfigurieren. Ich mache jetzt mal einen und nenne den hier OBS. Ich nenne ihn mal OBS-Variable und erzähle später, warum ich ihn so nenne. Dann kann man hier unten auswählen, welche Bitraten der unterstützt. Variable Bitrate ist der Default und ist auch das, was man haben will für die meisten Leute. Damit kann man zwischen verschiedenen Auflösungen hin und her schalten. Ob ein Broadcaster kann dann die Qualität verbessern oder verschlechtern, je nachdem, wie gut euer Internet daheim gerade ist. Also wenn der Kleine gerade Updates oder der nicht mehr so kleine Updates für sein Lieblingsspiel runterlädt und euer Internet ist langsam wie Sau, dann wird Open Broadcaster die Qualität senken. Und bei den Leuten kommt dann halt zwar immer noch was an, aber es sieht halt schlechter aus. Wenn man in einem Szenario ist wie wir, wo wir quasi im Büro sitzen, wir haben eine sehr dicke Internetleitung, kann man sich hier auch festlegen und kriegt in der Summe eine bessere Qualität. Man kann aber auch einfach später nochmal einen neuen anlegen, das ist kein Problem. Ich klicke den jetzt einfach mal so da rein. Und der Vorteil ist jetzt, dass wenn immer ich einen neuen Stream plane, kann ich den einfach hier auswählen in der Liste. Dann wähle ich hier OBS-Variable und das ist immer derselbe. Den kann ich mir jetzt hier kopieren. Das ist so eine 6-Zeichen-Folge. Den kann ich mir hier kopieren und zurück zu meinem Open Broadcaster springen und den hier reinpasten. So. Und hier muss ich jetzt, also das ist quasi die Autorisierung, mit der ich OBS erlaube, Daten an das YouTube zu schicken. Und hier muss ich auch eine andere wichtige Einstellung wählen, nämlich die nach der richtigen Bitrate. Das wird jetzt sehr technisch, aber da können wir drüber sprechen. Die Bitrate ist im Prinzip, wie viel wir unserem Videostrom erlauben, wie viel unseres Internetanschlusses er benutzen darf. Gebe ich ihm mehr, wird das Video besser, aber ich benutze auch größere Mengen meines Internetanschlusses bis zu dem Punkt, wo ich vielleicht mehr haben will, als mein Internetprovider mir gibt, beziehungsweise als ich ihm bezahle. Mache ich sie kleiner, dann geht das im Zweifelsfall auch über einen kleineren Internetanschluss daheim, aber die Qualität sinkt halt ab. Die Wahl der Bitrate ist so ein bisschen Voodoo. Da gibt es tausend Meinungen zu. Ich habe jetzt hier, wo hatte ich das denn da, mal ein Beispiel rausgesucht, was YouTube so empfiehlt. Wir werden jetzt gleich einen 27p-Stream machen. Ich sage auch nachher noch kurz was zu 1080p. Das sind so die beiden Varianten, die ihr haben wollt. Für Vorträge sind, also was sagt diese Zahl? Die Zahl sagt, wie viele Pixel von ganz links von meinem Bildschirm bis ganz rechts zu meinem Bildschirm ich sende. Für Vorträge ist es von Vorteil, mehr Pixel zu senden, weil dann ist die Schrift besser zu lesen. Gerade wenn ich vielleicht mal eine Seite mit, keine Ahnung, sowas sende, eine Seite mit viel Text, dann sind mehr Pixel mehr gut, kommt einfach besser bei den Leuten lesbar an. Kleiner als 720p würde ich nicht empfehlen zu gehen. Und jetzt sind hier so Empfehlungen zwischen 1500 und 4000. Für 1080p zwischen 3000 und 6000. Das sind relativ große Ranges. Und der Grund dafür ist, dass es auch sehr stark davon abhängt, was ihr für einen Content macht.
Also wenn ihr wie ich hier quasi 90% eures Bildes sind Bildschirm, der sich quasi nicht bewegt und irgendwie 10% ist ein kleines Bild von einer Person, die fest vor dem, der Kamera sitzt, dann reicht eher eine kleinere Bitrate problemlos aus. Wollt ihr jetzt Sportsachen machen oder ein Spielstream, wo ganz viel auf dem Bildschirm passiert oder, keine Ahnung, Kunst zeigen in irgendeiner Art und Weise, die sich bewegt, Video, Live-Geraffel, dann braucht ihr mehr Bitrate, weil ihr mehr Änderungen an eurem Bildinhalt transportieren müsst. Das sieht man dann zum Beispiel auch im Fernsehen, wenn man dann Richtung Sportveranstaltung geht und der Ball beim Fußball nur noch so Matsche ist, weil die Bitrate halt eher für Menschen, die vor Kameras stehen, ausgelegt ist und weniger für flitzende Leute auf dem Sportplatz mit bewegten Kameras. Das hängt aber auch maßgeblich davon ab, wie viel Uplink ihr daheim auf eurem Internet habt. Also, keine Ahnung, ich habe daheim eine 5 Mbits Leitung. Ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, über 3 Mbits, also 3000 Bitrate zu gehen. Ganz einfach, weil das auch mal schwankt. Da kommt dann auch noch mal ein Handy, das irgendwie Backups hochladen will oder so dazu, nimmt sich einen Teil der Bandbreite. Man hat das nicht so unter Kontrolle. Ich würde also hier mal auf 3000 gehen. Das ist so im oberen Bereich für 27p. Das ist vielleicht für Vorträge ganz gut gewählt. Vermutlich ist es zu viel, aber wir werden es jetzt einfach mal probieren. Das ist auch eine Erfahrungssache. Wenn ihr später sagt, boah, das sah echt nicht gut aus, macht das beim nächsten Mal halt ein bisschen höher und guckt mal, wie es funktioniert. Aber man kann sich da, solange man sich innerhalb dieser Bereiche hier bewegt, also ich hatte gesucht nach YouTube-Bitrates und da gibt es hier so Empfehlungen. Ne? Solange man sich in den Bereichen bewegt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich gehe hier mal auf Weiter. Jetzt testet OBS meinen Rechner und guckt, wie schnell der ist. Ich habe hier, wie gesagt, so ein Notebook. Das ist schon nicht eins der langsamsten, aber es ist, hat auch kein Gaming-PC mit irgendwie dicker CPU. Ja, also es ist irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Ich kriege die Frage ziemlich häufig, was soll ich mir für einen Computer kaufen? Die Antwort, die ich meistens gebe, ist am besten erstmal gar keinen, sondern nimm den, den du hast und guck, was du damit machen kannst. Und vielleicht reicht es ja auch schon. Und wenn du dann merkst, das reicht mir aber nicht, ich will mehr Quellen, ich will bessere Auflösung, dann kannst du immer noch sagen, und jetzt kaufe ich mir einen PC oder ein Notebook. Generell ist die Faustformel für ein Notebook selber, Rechenleistung gibt man ungefähr doppelt so viel aus wie für einen PC. Das heißt, wenn man da jetzt vielleicht doch ein bisschen gucken muss, würde ich immer, wenn ich jetzt einen Rechner kaufen müsste für Video, würde ich mir immer einen PC kaufen. Einfach, der ist größer, der kriegt die Wärme besser abgeführt, der ist dann nicht so laut, wenn ich ihn mal richtig belaste. Der ist auch unhandlicher, aber ich kann auch vielleicht mal Netzwerkkabel reinstecken oder vielleicht sogar noch einen zweiten Bildschirm mehr anstecken oder so. Da kann man dann einfach besser erweitern später. Aber mein Tipp wäre, kauft euch erstmal nichts, fangt mal mit dem an, was ihr habt. Und dann schaut ihr, wie weit ihr kommt. Der hat mir jetzt hier Vorschläge gemacht. Er hat mir vorgeschlagen, dass wir genauso aufnehmen, wie wir den Stream machen. Das ist erstmal eine super Idee, weil das bedeutet, dass ihr nur einmal das Video runterkomprimieren müsst. Euer Computer macht das nur einmal. Das Ergebnis von diesem Vorgang wird sowohl in den Stream als auch in die Aufnahme getan. Das ist eine super Sache. Er empfiehlt mir eine Leinwandauflösung von 1920x1080, würde mir aber den Stream nur in 1280x27 rechnen. Und auch die Aufnahme, weil die ist ja gleich wie der Stream. Das bedeutet, dass, wie wir es gesagt haben, ihr nur 1280x27 Pixel in den Stream reinwerft. Das kann für Vorträge schon zu knapp sein. Kommt drauf an, was ihr macht. Wenn ihr Vortragsslides habt und eure Slides sehen so aus, mit großem Text und viel Bild, überhaupt kein Problem. Sehen eure Slides eher so aus, wird es schwierig zu lesen. Ich würde sagen, startet mal so und guckt, ob euer Rechner das gut hinkriegt. Wenn er das gut kann, dann könnt ihr hier auch auf 1920x1080 gehen, die Bitrate ein bisschen hochdrehen. Wenn euer Internet damit klarkommt, kann man immer noch nachträglich ein bisschen höher gehen. Aber im Prinzip sind die Standardeinstellungen, die einem dieser Assistent auswürfelt, meistens schon ganz gut. Klickt mal auf Einstellungen übernehmen. Und jetzt habe ich für dreimal auf Weiterklicken, glaube ich, eine Viertelstunde geredet. Ist eigentlich nicht so schwer. So, damit ist die ganze Pflichteinrichtung abgeschlossen. Wir können jetzt hier die Aufnahme starten.
sind Hesse. Wenn ich das Fenster breit mache, kriegt er auch noch ein A mit rein, vielleicht. Naja, hier kann ich ziehen. Nee, doch, kann ich. Ah, so. Aufnahme starten. Ich kann den Stream starten und ich kann dann noch ein paar in den Studio-Modus wechseln. Da gehen wir gleich noch zu ein. Da unten, der ist ja lustig, da unten sehe ich auch, wie viel Prozent meiner CPU ich schon benutze. Wie viele Frames wir gerade machen zum Beispiel auch. Und wie lange ich schon live war. Aber wir sehen ja noch gar nichts. Ist ja noch alles schwarz. Denn wir können jetzt hier so Quellen hinzufügen. Im Prinzip, ich weiß nicht, wer schon mal mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop gearbeitet hat, kennt dieses Verfahren mit den Layern. Man hat einen Hintergrund, dann hat man ein Bild, dann hat man einen Textlayer, dann hat man ein zweites Bild. Und der Benutzer guckt quasi von oben nach unten durch. Und immer das, was auf dem Layer transparent ist, das sieht man dann von unten drunter durchscheinen. Und genauso funktioniert Open Broadcaster auch. Wir können jetzt hier verschiedene Quellen hinzufügen, Layer erstellen. Wir machen mal was ganz Einfaches und sagen Kameraquelle. Wo ist die? Videoaufnahmegerät. Dann sagt er mir, möchtest du neu erstellen? Ja, gib den Ding einen Namen, kann meinetwegen so heißen bleiben. Und dann kriegt man hier so eine Auswahl. Ich bin jetzt an einem MacBook, das hat eine eingebaute Kamera, die findet er sofort. Auch auf Windows sollte er die meisten Kameras eigentlich sofort finden. Wenn ihr dann noch eine zweite Webcam angeschlossen habt oder so, dann tauchen hier vielleicht auch mehrere auf. Ich wähle die mal aus. Dann dauert es kurz und dann sehe ich mich hier auch schon selber, wie ich am Quatschen bin. Den ganzen Rest kann man einfach so lassen, wie er ist. Dann klicke ich auf OK. Und jetzt sehe ich, ich habe hier quasi meine Kameraquelle, die eine gewisse Größe hat, in meiner Leinwand, die etwas größer ist. Und die kann ich da jetzt durch die Gegend schieben. Ich könnte mich jetzt zum Beispiel entscheiden, Mensch, ich bin ja so toll, ich will gerne Vollbild sein. So, dann ziehe ich mir das einfach groß, platziere mir das da so hin, habe ich eine Kameraquelle in Vollbild. So könnte man zum Beispiel eine Begrüßung machen. So haben wir das ja vorhin auch gemacht. Wenn ihr dann euer Publikum begrüßt, würde das vielleicht so ausschauen. Bei OBS ist es so, dass man diese Arrangements, die wir hier machen, in Szenen ablegen kann. Und man kann dann zwischen diesen Szenen umschalten. Wir haben jetzt eine Szene gemacht, die nenne ich jetzt mal Rechtsklick umbenennen Vollbildkamera. Damit, hello. Ha, auf Mac muss man klicken, nicht Enter drücken. Damit haben wir schon unsere erste Szene konfiguriert. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein halber YouTuber. Aber wenn man Vorträge machen will, will man ja auch seinen Rechner zeigen. Also machen wir eine zweite Szene, die nennen wir Vollbild Bildschirm. Die ist jetzt erstmal wieder leer. Und hier kann ich jetzt neue Quellen hinzufügen. Ach so, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig in den Chat bitte direkt rein, in den YouTube-Chat, dann können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Bisher kam noch keine. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier die Möglichkeit Bildschirmaufnahme, es gibt die Möglichkeit Fensteraufnahme zu machen. Bildschirmaufnahme bedeutet, ihr nehmt euren ganzen Bildschirm und zeigt den. In den meisten Fällen ist es das, was ich euch empfehlen würde. Das ist das, was man gewohnt ist, wenn man zum Beispiel sich an den Beamer hängt. Was man auf dem Bildschirm sieht, sieht man dann auch auf dem Beamer. Fensteraufnahme ist ganz praktisch, wenn man nicht mehrere Bildschirme hat. Weil dann kann man nämlich sagen, naja, zeig mal den Browser da hinten, auch wenn ich vorne dran was anderes mache. Das funktioniert aber nicht mit allen Programmen. Gerade Browser haben da ihre Schwierigkeiten und das müsst ihr ausprobieren. Ich zeige euch jetzt Bildschirmaufnahme. Ich sage jetzt Bildschirmaufnahme und ich sage Bildschirm rechts. Muss ich kurz was rechts, was Unverfängliches aufmachen. Und dann sage ich okay. Und jetzt sehe ich hier, jetzt wird es erstmal chaotisch. Ich ziehe das Fenster mal zur Seite und mache das da so ein bisschen klein, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wir sehen jetzt hier die Voransicht der Bildschirmauswahl. Und hier unten habe ich wie bei den Kameras die Auswahl zwischen mehreren Bildschirmen. Bildschirm 0, das ist der, auf dem wir gerade arbeiten. Das ist deswegen jetzt so chaotisch, weil ich ja auch den Open Broadcaster auf diesem Bildschirm habe. Besser ist es, wenn ihr mehrere Bildschirme habt, dass ihr einfach einen anderen wählt. Den nicht, das ist der mit meinen geheimen Notizen. Nehmen wir einfach mal den. Das ist mein Bildschirm zu meiner Rechten. Mauszeiger anzeigen ist eine gute Idee, dann seht ihr auch, wo ich klicke. Wenn ich das jetzt bestätige und hole das Fenster wieder vor, dann habe ich hier jetzt eine Videoquelle, Bildschirm rechts. Ich kann jetzt nach rechts gehen, man kann hier auf der Seite scrollen und Dinge tun und ihr seht das. Ja?
bei mir in der Mitte, also ihr seht ja auch quasi, was ich gerade sehe, kann ich jetzt meinen Open Broadcaster bedienen und rechts könnte ich jetzt quasi meine Präsentation haben. Das ist ganz schön verwirrend mit so vielen Bildschirmen. Zumindest vermute ich, dass es für euch ist. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie in den Chat und dann versuchen wir sie gleich zu klären. Und ich kann jetzt zwischen diesen Szenen umschalten. Ich kann jetzt hier reden und ich kann auch auf das schalten und dann seht ihr meinen Bildschirm und ich kann euch meine Präsentation zeigen. Das ist total cool. Und ihr seht sogar, das fadet schön hin und her dazwischen. Das kann man hier einstellen. Aber was ganz gut wäre, wäre vielleicht eine Kombination von beidem. Ich weiß nicht, Franzi, vielleicht magst du mal meinen Rechner auf Vollbild zeigen, dann ist das nicht so verwirrend. Ist schon hervorragend. Ich sehe ja nicht, was ihr seht. Also machen wir eine weitere Szene, die nennen wir, die beides. Ist ja das, was wir wollen. Und jetzt muss ich hier wieder Quellen hinzufügen. Ich füge jetzt mal eine Quelle hinzu, Bildschirmaufnahme, und dann sagt er mir, die gibt's schon. Bildschirm rechts habe ich schon fertig konfiguriert, kann ich einfach nehmen. Und dann mache ich die vielleicht ein bisschen kleiner und lege mir die da so irgendwie hübsch hin. Man kann hier auch mit dem Cursor verschieben, dass das irgendwie so hübsch da mit Rand vielleicht ist. Und dann nehme ich auch noch die Kamera dazu. Da gibt es hier auch schon fertig konfiguriertes Kameragerät. Und dann schiebe ich das vielleicht darunter in die Ecke, mache das so ein bisschen kleiner, so. So vielleicht. Das ist ja schon fast das, was ihr von uns kennt, ne? Nur wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Hintergrund dahinter gehabt. Und auch das könnt ihr einfach konfigurieren. Da könnt ihr hier sagen Bild. Und ich habe jetzt hier noch keins, sagen wir mal Hintergrund, nenne ich das. Und jetzt muss ich eine Datei auswählen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Schreibtisch. Da, das heißt immer anders. Da haben wir schon mal so ein Hintergrundbild, das ist das, was wir auch für unsere ganzen Videoproduktionen nehmen. Da könnt ihr dann irgendwas nehmen, ja, was euch gefällt. Vielleicht malt er selber was oder fragt jemanden, der sowas kann. Oder nimmt irgendwie ein Foto von Herbstlaub oder so. Aber das können wir reintun. Und jetzt ist es hier im Vordergrund, überdeckt alles. Aber wie in Photoshop oder sowas können wir es einfach nach hinten schieben. Und schon sieht das relativ professionell aus. So könnte man jetzt zum Beispiel seinen Vortrag halten. Und dann könnte man hier zeigen, wie denn zum Beispiel diese Webseite funktioniert und gleichzeitig selber gesehen werden. Und ihr könnt auch weiterhin zwischen den Szenen umschalten. Also wenn ihr jetzt auf eine Webseite geht, die eher etwas weniger gut zu sehen ist, sondern wie hier zum Beispiel viel Text hat, dann möchtet ihr vielleicht auf Vollbildbildschirm gehen, dann sehen eure Zuschauer nur noch den Bildschirm. Und wenn er dann sagt, naja, jetzt bin ich fertig mit meiner Präsentation, gibt es denn noch Fragen? Dann schaltet ihr auf eure Kamera und seid einfach persönlich präsent. So, mit diesen drei Dingen kann man sich eigentlich schon einen sehr professionellen Stream bauen. Das Einzige, was wir meistens noch zusätzlich machen, ist, dass wir, ihr habt es bestimmt am Anfang gesehen, dass wir so einen Pausenloop haben. Der Hintergrund ist, dass wenn man bei YouTube den Stream startet, dann kriegen die Leute eine Benachrichtigung, dann zieht man das Handy aus der Tasche, klickt da drauf. Und bis die im Stream sind, habt ihr schon, keine Ahnung, die ersten 5 Minuten geredet. Und das ist ein bisschen nervig, weil entweder langweilt ihr eure Zuschauer, indem ihr 5 Minuten Blödsinn erzählt, oder die, die etwas später kommen, haben die ersten 5 Minuten verpasst und müssen zurückspulen. Dann ist aber mit Chatten nichts mehr. Deswegen machen wir gerne noch so eine Pausesequenz. Ich lege das hier mal an. Wir machen das normalerweise so, also hier sieht man meine Stimme, die über das Mikrofon kommt. Kommen wir gleich noch zu, was gute Headsets vielleicht sind. Die mache ich jetzt mal aus. Ja? Dann ist erstmal Stille, weil während der Pause will ich ja mich vielleicht nochmal räuspern, mir ein Getränk holen und dann geht's los. Dann kann man hier so eine Medienquelle nehmen und Pause, Video. Bei uns ist es so, wir haben ein Videoartist, der hat uns so einen schönen Loop gemacht, der einfach immer im Kreis läuft. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sowas macht, nervt den mal oder ihr nehmt einfach ein Bild, ist auch okay. Das Bild kann auch jeder sicherlich irgendwie im Paint oder so zusammenstöppeln. Na, ihr wisst, wie ich es meine. Aber wir nehmen jetzt mal dieses Video rein und dann kann ich hier sagen, in einer Endlosschleife und kannst du einfach immer laufen lassen. Okay. Dann haben wir zusätzlich Musik. Bei uns ist das getrennt, weil wir einfach Lieder von Quellen genommen haben, die
die sind halt einfach irgendwie lang. Die sind vielleicht 10 Minuten, das Lied. Der Pause-Loop ist aber nur 30 Sekunden. Und dann mache ich einfach zwei Quellen, die unabhängig voneinander die ganze Zeit im Kreis laufen. Dann ist das einfach viel leichter zu handhaben. Pause, Musik. Okay. Und jetzt wähle ich hier einfach ein Lied aus. Nehmen wir mal das, das ist ganz nett. Und dann sage ich auch hier Endlosschleife. Kannst du immer laufen lassen. Okay. Und jetzt sehen wir hier in unserem Audiomixer, die Musik ist da und das Video ist da und alles ist schick. Und jetzt können wir quasi von hier auf unsere Kamera wechseln und, oh mein Gott, was ist das? Plötzlich ist kein Ton mehr da. Der Grund dafür ist, dass dieser Audiomixer hier global ist bei Open Broadcast. Er ist ein bisschen nervig, weil man gerne mal vergisst, den anzumachen, aber es gibt einen Weg drumherum. Den möchte ich euch gerne zeigen. Man kann nämlich einfach ein zusätzliches Audioaufnahmegerät wählen und hier sagen, Mikrofon, okay, Quelle, Mikrofon, cool, und das ist jetzt da. Und damit hört ihr mich quasi jetzt auf dieser Ansicht, und wenn ich auf die Pause-Ansicht gehe, dann hört ihr nur die Pausemusik, weil das Mikrofon hier ja nicht in den Quellen mit drin ist. Und mit diesem Trick kann man einfach für alle Ansichten, wo man gerne gehört werden möchte, das Mikrofon mit hinzufügen. Hier ist es mit drin. Ne, da fehlt es noch. Ne, da ist es, Mikrofon. Hier habe ich es drin. Ne, hier habe ich es noch nicht drin. Audio-Eingabe, existierendes Mikrofon. Und jetzt kann ich zwischen der Vollbildkamera, dem Vollbildbildschirm umschalten. Total toll. Ihr könnt mich hören dann später. Aber wenn ich auf Pause-Loop gehe, dann hört man nur die Musik. Genauso wollen wir das haben. Und jetzt könnt ihr quasi den Stream schon mal starten, euch noch einen Kaffee machen oder ein Wasser. Und wenn ihr fertig seid, dann schaltet ihr einfach auf Vollbildkamera und begrüßt euer Publikum oder auf Bildschirm und zeigt ihnen, was ihr ihnen zeigen wollt. So, das war jetzt schon mal ganz schön viel. Gibt es Fragen im Chat bisher? Keine, ne? Franzi hört nichts. Keine Fragen. Na gut. Ich hoffe, wir haben euch noch nicht alle verloren. Ich weiß, das ist viel, aber es ist eigentlich nicht kompliziert. Man kann da drin rumklicken, sehen, was passiert, was dabei lernen und wenn es nichts war, wieder zurück zum Anfang und neu probieren. Eigentlich ist es nicht schwer. Für Leute, die schon mal mit dem Rechner was gemacht haben, und das habt ihr, sonst würdet ihr den Stream hier wahrscheinlich nicht gucken. So, was ich gerne noch mache, ist mir Shortcuts für diese Szenen zu setzen, weil während ich euch nämlich ins Gesicht gucke, möchte ich gerne umschalten können, ohne erst meine Maus zu finden und rüber zu klicken. Man kann hier auf Hotkeys gehen und kann für seine Szenen hier da sich Shortcuts definieren. Ich mache jetzt mal einen Shortcut für Vollbildbildschirm. Was nehmen wir denn da vielleicht? Einfach mal F1, das ist leicht zu finden. Und wenn ich jetzt F1 drücke, gehe ich zu Vollbildbildschirm. Und mache ich mir vielleicht noch ein zweites für Vollbildkamera. Vollbildkamera kriegt F2 als Shortcut. Cool. Dann kann ich euch nämlich angucken. So, guten Morgen, herzlich willkommen bei unserem tollen Stream. Ich zeige euch jetzt was, schalte ich auf Bildschirm und dann kann ich mich umdrehen und euch was zeigen. Und vielleicht brauche ich dann noch einen Shortcut für Pause, aber den kann ich mir dann genauso zurechtlegen. Puh, einmal kurz durchatmen. Wir haben jetzt YouTube konfiguriert, wir haben unser Streaming-Software konfiguriert, jetzt können wir anfangen zu streamen. Und tatsächlich ist das jetzt nur noch ein Klick entfernt. Man kann jetzt hier rechts auf Aufnahme starten und Stream starten klicken. Aufnahme starten macht eine Aufnahme auf euren Rechner. Stream starten schiebt das zu YouTube. YouTube zeichnet das auch nochmal auf. Aber wenn jetzt in der Zwischenzeit, sagen wir mal, der Hamster das Kabel zum Internet durchbeißt, oder auch euer Internetprovider mal einen kurzen Aussetzer hat, was ja schon auch vorkommen soll, habt ihr immer noch eine gute Aufnahme auf eurem Rechner. Deswegen würde ich eigentlich immer empfehlen, beides zu starten. Man kann die Aufnahme starten, dann fängt ja das Recording an zu laufen und wir können den Stream starten. Dann gehen wir hier live. Und was ihr jetzt sehen, kurz auf meine Notizen gucken, über was wir schon gesprochen haben, was wir jetzt sehen hier ist, die Bitrate, mit der er sendet, ich glaube, ich habe vorhin 3000 angegeben und wir sind in der Größenordnung. Das schwankt mal ein bisschen vor und ein bisschen zurück, aber im Schnitt sind wir in dieser Größe. Und wir sehen hier ein grünes Rechteck, ein Quadrat. Das grüne Quadrat sagt, dass der Open Broadcaster es schafft, mit der erwarteten Bitrate die Daten zu YouTube zu bringen.
Das heißt, euer Internet ist im Uplink schnell genug für diesen Stream. Wenn das jetzt anfängt, orange oder rot zu werden, dann ist irgendwo im Netzwerk was kaputt. Wahrscheinlich ist das eher außerhalb eures Internets zu suchen und ihr könnt da auch nicht so viel machen, außer vielleicht zu einer anderen Uhrzeit senden. Man kann auch mal gucken, anstatt WLAN in seinem Haus, vielleicht lieber ein Kabel an seinen Rechner anzustecken. Das kann auch helfen. Aber im Großen und Ganzen ist das so eine Funktion dessen, wie gut euer Internet ist. Da kommt eine Frage. Es gibt eine Frage. Hier gucken. Da gibt's, dann seht ihr sie auch. Wie kann man nochmal das Gezeigte auf die maximale Größe stellen, ohne dass etwas durch den Zoom verschwindet? Das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin hier auch so ein bisschen rumgezogen. Das rastet schon in den Ecken ein hier, wenn man das da so zieht. Dann macht es Klick und dann ist es genau in der richtigen Größe. Das ist eigentlich das, wie ich es kenne. Ja. Ich würde mal vermuten, dass man hier irgendwo auch die Position mit der Hand setzen kann. Ja, genau, hier kann man die Position auch mit der Hand setzen. 0, 0, Größe, Breite. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ihr wisst ja, eure Leinwand ist 1920x1080, kann ich das auch mit der Hand da einstellen. Aber es, wenn das nicht perfekt ist, das sieht keiner. Also wenn das 5 Pixel weiter links oder das merkt keiner. Ja? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. So, wir haben einen Stream gestartet. Dann wird es doch mal Zeit zu gucken, ob der auch bei YouTube ankommt. Ich gehe jetzt hier mal auf YouTube und hey, wow, wir sind sogar schon live. 1:48 sind wir schon live. Und ich weiß nicht, ob ihr es merkt, das hat jetzt mindestens 2-3 Minuten Verzögerung. Das ist ganz normal. YouTube baut diese Verzögerung ein, damit Leute, die kein so richtig schnelles Internet haben, eine Chance haben, euren Stream trotzdem zu gucken und auch einfach, um sicher zu sein, dass genügend Daten da sind. Aber was ihr jetzt machen könnt, ist hier mal auf Unmute stellen. Ja, und man hört sich selber. Ihr könnt dann da wunderbar auch euren Ton prüfen, nochmal so quasi, so wie ihn auch der Zuschauer am Ende sehen wird. YouTube sagt euch auch, sehr gute Verbindung, klasse, vielen Dank. Hier gibt es auch noch weitere Angaben, die mäßig nützlich sind. Und hier seht ihr dann gleich Zuschauer. Wie viele Zuschauer habt ihr, wie verteilen die sich über die Zeit? Bisher ist der Stream aber nicht live. Noch hat niemand eine Benachrichtigung bekommen. Das ist nur eure Vorschau, mit der ihr verifizieren könnt, dass alles so funktioniert, wie ihr das wollt. Ich kann jetzt hier mal F1 drücken, mache da wieder irgendwas Unverfängliches auf. Und dann seht ihr auch gleich, dass das jetzt hier bei YouTube auftaucht. Und dann könnt ihr vielleicht, oder wir können mal auf den Pause-Loop gehen, so würde man ja vielleicht starten. Und dann warten wir noch kurz. Na, kommt, der babbelt noch mit etwas Nachlauf. Da schalte da um. So, und jetzt sind wir eigentlich gleich bereit. Na komm, Pause-Loop. So, und jetzt sind wir eigentlich bereit, unseren Stream zu starten. Und genau das machen wir auch. Stream starten. Livestream wird gestartet. Und ab jetzt können eure Zuschauer unter diesem Link euch sehen. Und ihr seht jetzt hier unten, wie viele Zuschauer es gibt. Ja, und jetzt kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie gut habt ihr euch vorbereitet, wie seid ihr eingerichtet. Noch ist die Chance, der Zuschauer sieht nur den Pause-Loop. Wir können auch noch mal reinhören. Da kommt nur Musik, kommt kein Gequatsche raus. Wunderbar, hat alles funktioniert. Okay, wir machen uns bereit. Ready für Fullscreen-Kamera. Herzlich willkommen zu unserem Tech-Talk. Funktioniert. Ja? Das ist jetzt so Double Inception, weil wir streamen jetzt gerade zweimal den Vortrag zu YouTube. Aber jetzt seid ihr ein YouTuber. Naja, ihr seid jetzt ein Streamer. Ihr könnt jetzt euren Vortrag streamen. Wenn ihr fertig seid, der ganze Weg wieder zurück. Wir gehen meistens am Ende, also verabschieden wir uns mit der Kamera, gehen nochmal auf Pause-Loop und dann macht man halt hier bei YouTube den Stream aus und dann ist vorbei. Was ihr beachten müsst, ist, wenn ihr den Stream einmal ausgemacht habt, könnt ihr ihn nie wieder starten. Der Link ist dann verbrannt. Also, wenn ihr den nochmal startet, kriegt ihr einen neuen Link und alle Leute müssen neu klicken. Deswegen will man das wirklich nur machen, wenn man auch fertig ist und nicht vielleicht, wenn man mal kurz eine Pause machen will. Wenn man eine kurze Pause machen will, würde ich eher hier auf den Pause-Loop gehen, meinen Zuschauern sagen, ich bin jetzt mal 5 Minuten auf Toilette, ihr habt die Hausaufgaben, wir kommen in 5 Minuten wieder und dann reden wir drüber, was ihr gemacht habt mit der Aufgabe. Das macht so ein bisschen mehr Interaktivität und dann kommt man einfach wieder. So,
wenn man fertig ist, kann man natürlich dann hier auch seine lokalen Quellen stoppen und dann alles wieder zur Ruhe kommen lassen. Schaue ich mal kurz auf meine Notizen, was wir noch besprechen wollten, oder was ich gerne noch besprechen wollte. Eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, sowas haben, man sieht jetzt hier als Audioquelle das eigene Mikrofon, aber wenn ihr jetzt vielleicht, sagen wir mal, ein Video abspielen wollt, das ihr gerne zeigen möchtet, das Audio von dem Video muss ja auch in euren Stream reinkommen. Da muss man so ein bisschen gucken. Auf Windows ist das überhaupt kein Problem. Endlich mal was, was auf Windows einfach geht. Auf dem Mac muss man da so ein bisschen tricksen. Bei beiden geht es aber am Ende gleich. Man geht dann auf Audio. Also beim Windows kann man hier sagen Audio-Ausgabe, Aufnahme. Ist ein furchtbar deutsches übersetztes Wort. Und sieht hier quasi seine Ausgabegeräte, also seinen Lautsprecher zum Beispiel oder sein Headset, und kann dessen Audio in den Stream hineintun. Auf dem Mac geht das nicht. Der kann das nicht. Da muss man eine extra Software installieren. Die heißt iShowU, so geschrieben, iShowU Audio Capture, und dann erscheint hier so ein Gerät und damit kann man das dann auch machen. Ich erkläre da jetzt gar nicht weiter zu, die haben eine super Anleitung, wie man das zu installieren hat und danach geht es einfach. Haben wir schon jetzt ein paar Mal gemacht. Das ist aber zum Beispiel auch ganz praktisch, wenn man sich über ein Meet oder ein Zoom mit jemand unterhalten will und das dann auch noch streamen will, dann braucht man das zum Beispiel. Genau. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, weil das eigentlich ganz, ganz nützlich ist, wenn man jetzt für sich selber das macht, dann ist diese Ansicht eigentlich völlig ausreichend. Man kann ja hier irgendwie alles klicken, man kann da Dinge durch die Gegend schieben, alles total gut. Wenn man jetzt für jemand anderen das macht, so wie wir das jetzt zum Beispiel gerade tun, also wir haben eine Person, die erzählt und eine Person, die den Stream managt, also die in die Kommentare guckt, die auch die Übergänge zwischen Vollscreen-Kamera, Bildschirm zeigen, managt, dann gibt es den sogenannten Studio-Modus, bei dem man quasi links schon die neue Szene auswählen kann, rechts sieht man noch, was live ist und dann kann man mit einem Klick von dem einen zum anderen schalten. Da sieht man, hier ist die Vorschau, da ist das, was gerade gesendet wird und dann kann man sich überlegen, was hätte ich denn gerne als nächstes, jetzt gehen wir gleich in die Pause, okay, 3, 2, 1, rüber. Das ist ganz cool, um zu sehen, was man gleich kriegen wird, bevor man es bestellt, quasi. Ich weiß noch nicht so genau, welcher Modus mir besser gefällt, muss ich ehrlich sagen. In dem kann ich jetzt nichts mehr einstellen. Oder kann ich doch? Ich glaube doch, ich kann hier auch noch Sachen durch die Gegend schieben. Aber ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage. Beides ist gut, beides zu wissen. Man kann da auch jederzeit wieder hin und her schalten und dann ist man wieder in der Ansicht. Ist eine Geschmacksfrage, denke ich. So, dann habe ich eigentlich alles zum Thema Technik erzählt, was ich erzählen wollte. Ihr könnt jetzt natürlich noch Fragen stellen. Ich mache das hier mal, ich kann es ja mal so lassen. Dann sehe ich hier Fragen. Gibt es die Möglichkeit, mehrere Mikrofone für zwei Sprecher zu betreiben? Fragte Tim Mustermann. Da kamen schon ein paar Antworten von der Sophie. Das ist die andere Person aus unserer Videocrew bei Seibert. Ich habe ja hier eben schon gezeigt, wie man das Mikrofon konfiguriert. Da habe ich hier Audio-Eingabeaufnahme gemacht und ich kann jetzt hier mal sagen Mikrofon 2. Okay. Und hier sehe ich jetzt das eingebaute Mikrofon, weil das das Einzige ist, was an meinem Rechner gerade angeschlossen ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein zweites Mikrofon an meinen Rechner anschließe, taucht es hier auf. Ich kann ja mal kurz googeln, ich hoffe, meine Videokolleginnen hauen mir das nicht um die Ohren. Was ich ziemlich cool finde, davon habe ich einfach ein paar daheim, sind solche Mini-Soundkarten. Die sind für TRRS. Ja. TRRS bedeutet, dass das ein Stecker ist mit 4 Kontakten, ein Tip-Ring-Ring-Sleeve-Stecker. Das ist das, was euer iPhone oder euer Handy hat, wo quasi das Mikrofon und der Kopfhörer gleichzeitig auf demselben Stecker liegen. Und mit so einem Adapter könnt ihr einfach davon 2 oder 3 an euren Rechner anschließen über USB und dann tauchen die alle als einzelne Audioquellen auf. Da gibt es dann auch Varianten mit 2 Steckern zum Beispiel, wo man dann eher so Gamer-Headsets anstecken kann. Aber die habe ich daheim und die benutze ich mit iPhone-Headsets extrem erfolgreich bisher an allen möglichen Computern. Das wäre so eine relativ günstige Variante, mehrere Kopfhörer und Mikrofone an seinen Rechner anzuschließen und die würden dann auch alle hier einzeln auftauchen.
Hat man die dann, kann man hier unten auch einzeln an der Lautstärke drehen, wenn einer etwas lauter ist mit dem, als Sprecher. Und man kann da auch noch irgendwie Sachen einkonfigurieren. Ich bin mir sicher, OBS kann da mehr, als man es in dieser Ansicht sieht. Möchte man etwas professioneller werden, dann könnte man, wie heißen diese roten Focusrite, genau. Könnte man irgendwie aus dieser Serie vielleicht solche Input-Devices nehmen, die gibt es in verschiedenen Größen mit mehreren Inputs. Da kann man dann zum Beispiel 4 Headsets anschließen, die können dann auch alle ihre Lautstärke ändern und so. Da muss man dann aber gut gucken, welche Geräte man haben will und wie die auf macOS oder Windows funktionieren. Die meisten sollten einfach funktionieren, aber lieber zweimal nachgucken. Wenn man in diese Profi-Region kommt, dann gibt es manchmal Überraschungen, sag ich mal. Aber mit diesen Geräten haben wir auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, um dann mehrere Mikrofone und auch unterschiedliche Headsets am Rechner zu betreiben. Und auch die sollten dann hier auftauchen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, da kennt sich Sophie besser aus. Vielleicht kann sie dann noch was in den Kommentaren zusagen. Gut, okay. Ach, vielleicht kann ich eins noch zeigen, das ist ganz nützlich. Das, was wir hier benutzt haben für Medienquelle, das könnt ihr natürlich auch mit voraufgezeichneten Vorträgen benutzen. Das haben wir auch schon gemacht. Also wenn wir vielleicht jemand schon daheim einen Vortrag aufgezeichnet hat und ihr moderiert so durch den Tag durch, also ihr habt vielleicht 2, 3 Vorträge, macht ein bisschen was live, macht ein bisschen Übergänge, dann kann man hier sich eine Szene machen, Einspieler 1, wählt dann hier Medienquelle aus, Einspieler 1. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade was Passendes irgendwo liegen habe. Mal gucken. Vermutlich hier irgendwo. Weiß ich nicht. Da gibt es so einen Vortrag zum Beispiel, den einer unserer Kollegen aufgezeichnet haben. Okay. Gucken, ob das geht. Der kommt jetzt, genau, der hat so einen Vorspann und alles mit drin. Da ist auch Audio schon fertig. Und jetzt kann ich einfach zum Beispiel hier, sagen wir mal, wir sind im Pause-Loop. Dann gehe ich auf Kamera. So, ich erzähle euch jetzt kurz was. Herzlichen Glückwunsch, Begrüßung etc. Jetzt hören wir uns den ersten Vortrag an. Wechsel auf den Einspieler. Und jetzt ist auch hier mein Mikrofon nicht mehr drin. Ich bin jetzt quasi raus. Ich kann jetzt kurz einen Kaffee trinken gehen, während hier die Sarah was über Linspin Cloud erzählt zum Beispiel. Und wenn sie dann soweit fertig ist, muss ich nur den Absprungpunkt finden. Dann könnte ich zurück zu meiner Kamera gehen und dann noch was erzählen. Das ist super praktisch, wenn man so durch den Tag moderieren möchte, vielleicht so ein mehrstündiges Event machen möchte und nicht die ganze Zeit live sein will, dann ist es sehr nützlich, Teile vorher aufgezeichnet zu haben und die dann einfach nur noch einspielen zu können. So, kamen da noch irgendwelche Fragen? Nee, da kommen nur noch Kommentare zum Thema mehrere Mikrofone. Okay, cool. Dann würde ich gerne noch ein bisschen was erzählen zum Thema Licht und Hintergrund und so ein schönes Bild abgeben. Ich habe da für unsere Kollegen so ein bisschen Notizen schon mal gemacht. Das ist jetzt wirklich auf einem sehr abstrakten Level, aber wir können die mal kurz durchgehen, weil die sind eigentlich, enthalten die alles, was wirklich wichtig ist. Richtet ihr einen technischen einen Sendeplatz ein? Also ist nicht eigentlich offensichtlich, inzwischen haben wir alle irgendwelche Homeoffice-Plätze, aber die sind meistens nach anderen Kriterien gewählt. Die sind vielleicht gewählt, weil da halt gerade Platz auf dem Schreibtisch war. Die sind nicht unbedingt geeignet, um von dort einen Livestream zu senden. Wichtig ist, einen ruhigen Ort zu haben. Das ist heutzutage natürlich schwer mit Kindern daheim oder so, wird das immer schwieriger, aber es ist wichtig für euch. Ihr müsst euch konzentrieren. Also ich spreche jetzt in eine Kamera, hier ist kein Publikum. Und trotzdem sich wie ein Mensch zu verhalten, obwohl man eigentlich nur in so eine schwarze Linse reinguckt, ist gar nicht so einfach und erfordert eine gewisse Menge an Training. Das ist leichter, wenn es ruhig ist. Wenn jetzt ständig um einen rum Geräusche sind, dann ist man abgelenkt. Es geht einfach nicht anders. Such dir einen ruhigen Ort und deaktiviere alle Benachrichtigungen auf deinen Geräten. Beim MacBook gibt es hier oben, kann man da klicken und dann gibt es hier die Option nicht stören. Wenn man die anmacht, kriegt man keine Benachrichtigung mehr. Ruhe. Schließ dein Notebook ans Ladegerät an. Ist nichts doofer, als wenn man gerade angefangen hat zu senden. OBS zieht auch einen Haufen Akkuleistung. Und während man jetzt gerade sich richtig schön warm geredet hat, sagt das Ding Akku leer und man geht erstmal auf die Suche nach einem Netzteil, das vielleicht im Auto liegt oder so. Also das ist wichtig, das zu haben. Setz dich nicht zu weit von deinem WLAN-Access Point weg. Eigentlich möchte hier stehen, benutze ein Kabel. Also
Ich weiß, wir sind es alle inzwischen gewohnt, dass unsere Notebooks man durch die Gegend trägt und dass die überall WLAN haben. Und WLAN ist auch für die allermeisten Sachen völlig ausreichend. Aber wenn ihr einen Stream macht, dann ist es nicht ausreichend. Es geht, aber es ist nicht gut. Also wenn ihr es machen könnt, sucht euch einen USB-C-Ethernet-Adapter, nervt eure IT, kauft euch selber einen, also USB-C, weil ich MacBooks im Kopf habe, aber Leute mit vernünftigen Rechnern haben ja auch schon Netzwerkbuchsen. Nehmt ein Kabel, legt ein Kabel von eurem Rechner zu eurem Router, nehmt das. Besser als WLAN. Bevor ihr gar nicht streamt, macht es über WLAN, aber wenn es geht, macht ein Kabel. Ist natürlich irgendwie offensichtlich, aber guckt, dass es hinter euch gut ausschaut. Ich meine, das ist hier jetzt auch nur so halb gegeben. Ja, wir haben da hinten noch extra so ein Banner reingemogelt für ein bisschen Schleichwerbung. Aber sucht euch etwas, wo der Hintergrund schön ist. Schön muss nicht unbedingt die Bücherwand sein, die inzwischen in aller Munde ist. Das kann auch einfach nur ein Vorhang sein oder Blick in den Garten, meinetwegen. Ja, müssen wir nur mal über Licht reden, aber irgendwas, was nicht so ablenkend ist. Weil, naja, ich meine, guckt euch mal das Kamerabild an. Ja, da sind irgendwie die Hälfte davon ist Hintergrund, weil es ja quer ist und Menschen sind ja mehr hoch als quer. Also ist da einfach viel rechts und links viel Leerraum, den ihr irgendwie füllen müsst. Und es ist irgendwie doof, wenn im Hintergrund dann Sachen zu sehen sind, die man vielleicht nicht wollte, dass die im Internet sind. Genau. Benutze ein Headset. Warum ein Headset? Ich meine, jedes Notebook hat eingebaute Mikrofone. Klar, so ein MacBook hat sogar ziemlich gute, aber die sind halt einfach weit weg von eurem Mund. Also die sind wirklich weit weg und die sind zum Beispiel bei einem Notebook nah an euren Fingern dran. Wenn ihr tippt, sind die Finger viel lauter in dem Mikrofon als eure Sprache. Ihr wollt ein Mikrofon haben, das möglichst nah an eurem Mund dran ist. Headsets, also das ist jetzt eher so die, naja, mäßig professionelle Variante. Headsets, was ich meine, sind so iPhone-Headsets oder sowas. Die sind überall da, sind nicht jetzt besonders teuer, aber auch relativ gut. Mit so einem TRRS-Adapter kann man die wunderbar anschließen. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt halt das eingebaute Mikrofon, aber es wird nicht so gut klingen. Wenn es irgendwie geht, macht es, dass ihr euer Notebook nicht anfassen müsst. Also meins ist hier auf so einem Stand und ich habe eine extra Maus und Tastatur. Das hilft schon mal eine ganze Menge, weil man da nicht mehr die ganze Zeit an den Tasten rumkrabbeln muss. Aber wenn es geht, nehmt ein Headset. Apple EarPods sind okay. Die meisten kabelgebundenen Headsets, so Gamer-Headsets, ich kann ja mal danach googeln, damit ihr wisst, was ich damit meine. Das sind halt Headsets, die findet man jetzt alles Mögliche, nur nicht das, was ich meine. Ja, sowas. Die haben meistens auch ganz gute Mikrofone, die sehen halt nur aus wie Hund. Also in einem Vortrag vor allem. Deswegen benutzen wir die nicht so gerne. Aber wenn ihr sowas daheim habt, vielleicht beim Sohn oder bei der Tochter leihen, besser als kein Mikro zu haben. Bluetooth-Headsets sind nicht so geeignet. Der Grund dafür ist, dass Bluetooth, wenn man anfängt, die als Mikrofon zu benutzen, in so einen Telefonmodus schaltet und dann klingt es halt auch wie Telefon. Aber nicht Telefon heute, sondern Telefon vor 10 Jahren. Also furchtbar. Deswegen empfehlen wir die eigentlich nicht. Apple EarPods sind an Macs so was bisschen was Besonderes. Die haben da Magie gemacht, dass es dann doch wieder gut ist. Wenn das geht, macht das Kabel irgendwie durch euer Oberteil. Also hier, das Headset ist ja so ein, wo ist denn das Kabel? Da. Ist ja so hautfarben, da ist auch so ein Kabel dran, hinten über den Rücken runtergeführt. Dann ist es euch nicht im Weg. Das sieht man nicht so, wie wenn es hier vorne runterhängt. Ihr verheddert euch nicht drin. Es ist einfach schöner. Lieber noch ein Verlängerungskabel dazu kaufen und dann das irgendwie ordentlich verlegen. Sonst ist man irgendwie eingeengt. Das ist nicht schön. Sucht ihr einen festen Stand, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Gerade wenn ihr über die interne Kamera geht, guck mal, ich mache die hier nochmal auf und jetzt tippe ich an mein MacBook, ja, dann werden die Leute seekrank. Ja, das geht nicht. Also, das macht keine Freude. Sucht euch einen festen Stand, wo das Notebook steht, wo es sich nicht bewegt. Am besten, wie gesagt, eine extra Tastatur dran. Und dann wackelt das auch nicht so. Ja? Am besten sieht es aus, wenn die Kamera auf Augenhöhe ist. Also hier, die Hauptkamera ist jetzt so ein bisschen von oben runter. Das ist okay. Und hier die Kamera von meinem Rechner, die ist ziemlich gut auf Augenhöhe. Das sieht schon ordentlich aus. Ich kann ja mal zeigen, wenn ich jetzt aufstehe und das dann irgendwie so mache. Ja, das ist nicht schön. Also keiner will eigentlich euer Kinn sehen. Das ist üblicherweise zu finden, wenn die Leute halt einfach das Notebook auf den Tisch stellen. Schöner ist es einfach auf einen Stapel Bücher zu packen, dann ist es irgendwie auf einer besseren Höhe. Da habt ihr mehr davon. Licht.
ausreichend Licht in deinem Gesicht. Das ist jetzt hier gegeben, weil wir da Fenster haben. Aber ihr könnt auch einfach eine Lampe nehmen. Stellt eine Lampe hinter eure Kamera in eure Gesichtsrichtung. Das macht schon echt was aus. Wenn es dunkel wird, dann werden die Codecs schlechter, dann rauscht es alles wie Sau. Und es sieht einfach nicht mehr schön aus. Bei Fenstern solltet ihr nicht auf die Fenster drauf filmen. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hinter mir sind Fenster, da habe ich den Rollo runter gemacht, damit es hinter mir nicht heller ist als vor mir. Das ist eigentlich so immer die Faustregel. Dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Dann kann man sich auf dem Rücken zum Fenster setzen, aber lieber Rollo auf Schlitze oder sowas und dann eine Lampe ins Gesicht. Da hat man mehr davon. Oder halt gleich so setzen, dass das Fenster auf die eigene, also quasi das Licht auf das Gesicht fällt. Da braucht man sich nicht so sehr um künstliches Licht bemühen. So, was habe ich noch geschrieben? Das Licht sollte diffus sein. Naja, da geht es vor allem darum, dass man auch noch was sieht, wenn man Richtung Kamera guckt. Ihr habt nichts davon, wenn ihr voll in die Stehlampe reinguckt und dann einfach selber blind werdet davon. Also vielleicht einfach ein Stück Papier davor hängen. Nee, das hat Brandgefahr. Aber naja, irgend sowas in der Art. Oder die Lampe an die Decke, damit das Licht von der Decke dann runter zu euch reflektiert. Sowas ist, glaube ich, besser. Da kann man aber rumspielen. Und das ist dann auch schon so das Sahnetüpfelchen auf dem, also wenn ihr den Ton, also wenn ihr das OBS konfiguriert habt, der Ton ist geil und ihr euch dann um das Licht in der Kamera bemüht, dann seid ihr schon bei den letzten 10-20%. So. Gut. Gab's da Fragen? Muss leider los. Vielen Dank für den informativen Vortrag. Habt ein Abo von mir und schaue sicherlich nach Corona auch mal persönlich wieder auf einer Veranstaltung rein. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache, die Veranstaltung, die wir hier vor Ort machen. Da haben wir noch ganz viel mehr coole Technik am Start. Da können wir auch noch viel, viel mehr erzählen. So, ich wollte eigentlich noch eine Sache sagen und die bezieht sich auf das nach der Aufnahme. Also wenn ihr jetzt fertig seid, ihr habt jetzt gestreamt, es war cool, ihr habt euch euren Leuten was Tolles erzählt, dann habt ihr jetzt natürlich noch die Herausforderung, dass ihr das nachverarbeiten wollt. Der einfachste Fall ist, ihr wollt vorne und hinten euren Pausenloop wieder abschneiden, weil jemand, der jetzt quasi eine Woche später oder zwei Wochen später euer Video anguckt, der soll ja nicht erstmal 5 Minuten Pausenloop überspringen müssen. Das kann man in YouTube einfach selber machen. Da kann man hier sagen, in Studio bearbeiten. Video-Editor, der erklärt einem das dann hier. Jetzt starten, okay. Und dann habe ich hier mein Stream und kann hier durchklicken und kann mir die Stelle suchen, wo ich angefangen habe zu reden. So hier irgendwo. Und dann kann ich das hier zuschneiden. Kann man das hier nehmen und dann da so hinschieben. Und dann sage ich, wo klicke ich dann drauf? Schneiden. Nein. Teilen. Nein. Dieses YouTube ist nicht mein Lieblingstool für sowas. Ah, nein, ich muss quasi links von meinem Playback sein. Guck mal. Und dann klicke ich hier auf Teilen. Und dann, ich habe keine Ahnung, was mache ich hier? Jetzt wollte ich euch das zeigen und dann haben die GUI geändert. Ich meine, na klar, ist YouTube, die ändern ständig irgendwas, ja. Ich gehe hier auf Zuschneiden und dann ziehe ich das da hin und dann klicke ich auf Vorschau und dann kann ich mir das angucken. Okay. Also das ist so die einfachste Variante, vermutlich hier den Anfang und das Ende zuzuschneiden. Ich glaube, man kann hier auch Stücke in der Mitte rausnehmen. Das ist dieses Teilen. Kann man vielleicht hier Stücke löschen oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist nicht besonders mächtig. Also mehr als vorne und hinten zuschneiden würde ich da persönlich nicht machen. Ich glaube, das kann auch noch mehr, aber puh, schwierig. Wenn ihr dann auf Speichern geht, dann braucht es auch irgendwie etliche Stunden, bis das irgendwie sich aktualisiert hat. Aber wenn ihr nur vorne und hinten zuschneiden wollt, würde ich es, glaube ich, damit probieren. Wollt ihr aber mehr machen, vielleicht habt ihr in der Mitte eine Pause gehabt oder habt aus Versehen was gezeigt, was ihr eigentlich nicht zeigen wolltet oder wollt noch irgendwas anders machen, dann lohnt es sich wieder zum Anfang zurückzugehen und sich so ein nicht-lineares Video-Editing-Tool zu schnappen. Auf dem Mac würde ich ganz klar iMovie zum Start empfehlen. Das ist einfach zu benutzen. Auf Windows, weiß ich nicht, Shotcut. Vermutlich. Es gibt da bestimmt auch was von Microsoft, was furchtbar ist. Es gab da mal diesen Video-Editor, aber viele Jahrzehnte her, dass ich mir das angeguckt habe. Auch Premiere ist inzwischen nicht mehr so teuer. Ja? Also wenn man das viel macht, lohnt sich das vielleicht, sich eine Profi-Software zu holen. Aber dann muss man auch viel lernen. Also ist auch kompliziert. iMovie
ist relativ simpel, so als Zwischenlösung. Und damit kann man dann sein Video wirklich auf Hochglanz polieren, vielleicht noch einen Vorspann dahinter, einen Abspann danach. Und was wir dann halt machen, ist, dass wir den Stream einfach auf nicht mehr öffentlich setzen, unser eigentliches, fertig geschnittenes Video hochladen und das veröffentlichen. Das ist auch wichtig, wenn ihr vielleicht mehrere Abschnitte habt in eurem Stream. Vielleicht macht ihr so ein Ganztagesprogramm und zeigt halt ein bisschen Begrüßung, dann zeigt ihr einen Einspieler, dann macht ihr ein bisschen Zwischenmoderation, zeigt ihr den zweiten Einspieler, dann kommt vielleicht ein Live-Vortragsteil. Dann möchtet ihr die vielleicht ja auch einzeln schneiden und einzeln veröffentlichen. Und genau dafür haben wir in OBS vorher hier auf Aufnahme gedrückt. Und diese Aufnahme, die landet dann wahrscheinlich da, wo alle Aufnahmen landen. Auf dem Mac landet die irgendwo hier unter Videos, Musik, Filme. Genau, das ist die von heute, 2020-508. Und man sieht, dass das jetzt so ein Matroska-Container ist. Das wird jetzt wieder etwas technisch, aber das ist die Standardeinstellung von OBS, wenn es um Aufnahmeformate geht. Das kann man irgendwo hier auswählen, Aufnahmeformat. Und man mag jetzt vielleicht sagen, voll cool, MP4, das kenne ich, das will ich haben. Oder auch MOV meinetwegen. Ist eine schlechte Idee. Der Grund ist, dass die beiden Formate, wenn man die Aufnahme abbricht, also nicht sauber beendet, sondern der Rechner, Akku ist leer oder Festplatte ist voll, dann sind die danach unlesbar. MKV oder MPEG-TS sind so gebaut, dass selbst wenn man den Stecker mittendrin zieht oder der Rechner abstürzt, dass man sie immer noch bis zu dem Zeitpunkt verwenden kann. Deswegen ist eigentlich eine gute Idee, auf dem Standardformat zu bleiben. iMovie kann das einfach lesen, glaube ich. Und wenn nicht, kann man es umrechnen. Dann gibt es Online-Tools oder welche zum Runterladen. Es ist besser, eine Aufnahme zu haben, als keine zu haben und dann lieber nachher etwas mehr Zeit damit verbringen müssen. Das wollte ich eigentlich nur sagen, weil das machen viele leider falsch und sind dann traurig, wenn ihre Aufnahme halt im Arsch ist. Es passiert halt einfach auch mal, dass man doch vergisst, den Akku reinzustecken und er dann leer ist. So, das zum Thema Post-Production. Dateiaufnahmen anzeigen, sagt Sophie. Dateiaufnahmen anzeigen. Ja, genau. Da gibt es auch, habe ich gerade gesehen, Dateiaufnahme Remuxen. Genau, da kann man hier eine auswählen und kann die dann zu einem anderen Format ummuxen. Das ist quasi schon das Umwandeln in ein Format, das es dein Editor später kann. Aber meistens braucht man es nicht. Also ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen machen wir einen Livestream, schneiden den hier bei YouTube vorne hinten zu und dann ist fertig. Mehr machen wir auch nicht. Reicht auch meistens aus. So. Jetzt ist noch eure letzte Chance, was zu fragen. Ansonsten sind wir nämlich fertig. Ich habe alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und habt vielleicht die Angst vor dem Streamen verloren. Es tut nicht weh, zumindest technisch nicht. Die Überwindung, in die Kamera zu sprechen, hat man natürlich trotzdem. Traut euch am Anfang auch mal einfach was in nicht so geiler Qualität zu machen. Es muss nicht perfekt sein, auch eure ersten Vorträge waren es wahrscheinlich nicht. Und es ist besser, was zu machen und daraus zu lernen, als nichts zu machen und nichts zu lernen. Also mutig sein, es ausprobieren. Wir haben auch auf die Sachen, wo wir am Ende sagen, boah, das war technisch nicht so geil, immer sehr positives Feedback bekommen, weil die Leute sind froh, in diesen Zeiten, wenn sie daheim sitzen, Content zu kriegen. Sie sind froh, wenn ihr weiter Content produziert. Weil es ist einfach schwer, daheim zu sitzen so lange und nichts zu sehen, außer vielleicht die Wand oder ne? Also macht was, auch wenn ihr euch noch nicht so sicher seid, wenn noch keine Technik da ist, wenn die Kamera nicht so geil ist, macht es einfach trotzdem, lernt raus, so ist das Beste zu lernen. Genau, auf den ersten Blick sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, genießt noch ein bisschen die Restsonne, ein tolles Wochenende und auf Wiedersehen.